das mal gucken. So, dann schauen wir doch mal, was uns hier unten erwartet. Drei Tore, die aufgehen, wenn wir uns hier draufstellen. Und alle wieder zugehen. Brauchen wir Essen? Irgendwas anderes, was wir nicht brauchen? Schwerer Helm. Leichter Helm. Heavy Armor. Heavy Armor. Können wir eigentlich loswerden? Können wir lieber das Essen mitnehmen? Sewer Access. Geht es dann nochmal weiter runter in die Abwasserkanäle? Aha. Wo ist ein blauer Kristall? Schön, hier können wir uns direkt heilen. Und was ist hier noch? Ein Blick auf die Karte. Ist alles neu. Sewer Exit East. Aha. Gucken wir mal, wo kommen wir raus? Aber auch neu. Aber hier schön am Strand. Das sind ja relativ easy Mobs. Ja, können wir mal schön ein bisschen Erfahrung und ein bisschen Fleisch sammeln. Für spätere Zeiten. Mal jeder ein bisschen was mit. Ja, komm mal her. Ist ja wirklich nicht eine Gefahr für uns. Weitergehen? Noch außen rum. Und schön von hinten. Weg mit dir. Schnappen uns natürlich eure Eier hier. Was ist das hier? Eine Kiste. Pfeile. Feuer. Drei Schalterchen. Passiert nichts. Klack, klack, klack. Aber passiert nichts. Hä? Klack. Passiert nichts. Passiert auch nichts. Nochmal drücken? Also. Den müssen wir zweimal drücken. Nee, einmal drücken. Normal, normal. Dann wieder den. Wieder den. Dann klackt es auf jeden Fall überall. Und dann nicht. Oh Gott. Okay. Nein, es ist abgeschlossen. Aber wir haben noch einen Schlüssel.
Der funktioniert auch. Was haben wir denn da Schönes drin? Tome of Energy und eine Karte. Was sagt uns die Karte? Die Karte sagt uns... Aha. Ja, behalten wir mal, natürlich. Wer weiß, wann die... Energie 25. Das heißt, wenn ich die jetzt lerne... Geil. Ja, unser Magier, der braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Mana. Das ist eine schöne Sache. Ja, wer weiß, wann die Karte mal zum Tragen kommt. Können wir hier noch weiter rumgehen? Oh ja. Oh ja. Und das alles noch neu. Das ist doch nicht alles neu hier? Tatsächlich. Aha. Sagt mir noch nicht viel, was wir hier machen können. Wieder so ein Ei aufnehmen. Da ist ein Schalter. Wow! Ich weiß noch gar nicht, ob das eine gute Idee ist, gegen den überhaupt jetzt zu kämpfen. Auf jeden Fall versuchen, dem noch viel auszuweichen. Der ist ein bisschen heftig. Oh, 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 da ist einer von uns verletzt. Fuck. Oh, 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 oh. Der spaßt nicht mit uns. Wo kommen wir denn? Wie kommen wir? Dem Wasser war das, ne? Wo wir zurückkommen zu dem Kristall. Wir geben ihm mal noch ein bisschen kurz mit. Oh, und jetzt schnell weg hier, ey. Der klatscht unsere anderen beiden auch mal eben um. Oh, zwei, ja. Schnell zu dem Kristall. Hallo, Kristall. Mein bester Freund. Jetzt versuchen wir den nochmal fertig zu machen da oben. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Das soll uns nicht hindern. Ja. Warten mal, bis er sich bewegt. Nicht, dass wir uns hier einsperren. Nee, wir können zurücklaufen. Komm, lauf mal. Yes! Huh! Direkt mal hier resten und ein bisschen uns heilen. Ups. Da haben ein paar Leute Hunger. Gut, dass wir gerade noch so viel schönes Essen gefunden haben. Bist du immer noch? Du dürftest aber keinen Hunger mehr haben. Oder was ist das für ein Symbol? Vielleicht ein Fehler? Oder bist du verletzt? Könnte mir das nochmal sehen. Ich sehe aber nichts bei dir. Burdened. Irgendwas hast du auf jeden Fall. Ach. Weil das Ding zu schwer ist für dich. Hallo, kleines Wölflein. Komm mal zurück. Komm, hopp, hopp.
Du holst Freunde. Dann gehen wir mal ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ich kann dich noch nicht einschätzen, wie stark du bist. Das allerstärkste Vieh bist du nicht. Aber wieso treffen meine denn jetzt nicht? Wow. Verdammt. So viel zu dem Thema, du bist doch nicht so stark. Dann knockst du einfach einen von meinen Leuten aus. Und der andere ist verletzt. Mann, ich muss doch noch anscheinend irgendwie ein bisschen mehr in Defensive packen. Vielleicht bin ich aber auch noch nicht stark genug, um mich hier oben aufzuhalten. Schwer einzuschätzen. Oh, oh. Das Kristallchen ist noch nicht wieder aufgeladen. Was haben wir denn alles noch hier unten? Hab ich da gerade was gehört? Ja, aber es ist alles hinter irgendwelchen Sachen. Boah, hier ist ja alles noch unter ein Schalter. Wollen wir es einfach mal wagen? Und dann schnell zurück zu dem Kristall. Der leuchtet ja immer noch nicht. Das ist natürlich schlecht für uns. Wie lange dauert das denn? Tja, jetzt müsste man einen Wiederbelebungstrank haben, ey. Oh oh. Das so eine gute Idee war. Wer bist du denn? Ah, ich glaube, die war nicht so stark. Nee, geht. Der kann auch einen Powerschlag machen. Da ist er wieder. Oh, wie passend. Dann füllen wir alle unsere Sachen wieder auf. Throwing Knife. Hatten wir doch hier, ne? Hallo. Unser Magier hat ein Level. Und, tja, jetzt habe ich schon einen Punkt in Accuracy reingepackt. Im zweiten kann er dann auf jeden Fall ohne Mana... Ja, wollte ich jetzt ja auf jeden Fall machen, habe ich gesagt, ne? Machen wir, komm. Dann kann er jetzt im Notfall, wenn er gar keinen Mana mehr hat, auch noch aus der zweiten Reihe angreifen mit seinem Stab. Besser ist das. Da kommen zwei. Wir wollen uns aber jetzt nicht in die Enge treiben lassen. Dann locken wir die mal lieber zurück. Und warten hier schon mit dem Powerschlag. Na kommt. Lassen die mal schön kommen. Na komm. So viel hältst du nicht aus. Okay, die sind auf jeden Fall schon mal deutlich einfacher als die Ratten, die wir da oben hatten. Was? Oh, hast du mich erschreckt? Und du hast die Waffe weggenommen. Du hast uns einfach eine Waffe weggenommen. Meinst du, du kannst jetzt einfach uns hier anschießen, oder was? Ach, die Kugeln. Kommt das
sowieso zu dem. Falls wir überhaupt mal irgendwann dazu kommen, dass der schießen kann. Und da haben wir es. Jetzt kann er auch angreifen. Im Notfall. Jeder Schaden zählt. Dann laden wir einmal alle auf. Wir sollten wirklich mal zurück. Vielleicht können wir hier das Tor wieder zumachen. Ganz gut, ne? Und füllen mal ganz kurz unsere Mana-Reserven auf. Der nächste Punkt wird auf jeden Fall bei ihm in die Mana-Reserven, denke ich, auch nochmal wieder reingehen. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Wieso schießt du? Ja, ich weiß, das hat dir nicht gefallen. Was haben wir hier? Ein zweihändiges Schwert. Unser Minotaur, der kann eh alles tragen. Nur treffen kann er nicht. Noch nicht. Wenn er trifft, dann haut er gut zu. Sache, brennt der? Wieso brennt der nicht? Brennt. Er macht ungefähr 40, der macht 24, 27. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Reservoir. Hier ist auch ein Schlüssel. Shortcut. Jede Menge Schlüssel. Wo kommen wir denn dann hier hoch? Auch nach draußen. Gott, wie groß ist denn diese Welt? Irre. Was ist das? Ein Leuchtturm, ein großes Haus, ein krasser Typ. Nee, mit dem will ich mich jetzt noch nicht anlegen. Vor allem nicht, wenn ich nicht ausgeruht bin. Auch ein Schlüssel. Und noch eine Note. Enter at your own risk. Also auf jeden Fall einmal ganz kurz unsere Leute ausruhen. Mach mal ruhig volles Mana. Wir nehmen dem Ganzen nochmal einen kleinen Speichern. Einmal kurz speichern, damit wir auf Sicherheit sind. Aha. Hier ist ein Boss. Und wie viele Ratten sind hier? Oh. Das gehört das alles hier mit zu dem Boss dazu. Und man kann komplett umzingelt sein. Okay, das machen wir dann mal später. Machen wir uns mal eine kleine Notiz rein in die Karte. Das ist da ein Ausrufezeichen mit dem. Da ist der Rattenboss. Heftig. Ja, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber dafür kann man zum Glück speichern in dem Spiel. Okay, hier. Rattenboss. Oder vielleicht. Ja, doch. Gut, dann gucken wir uns erst noch mal ein bisschen den einfacheren Teil an. Let's go.
Ja, lauf nur. Lauf nur. Was ist das? Do not disturb. Ist das, Do not disturb. Eine Käse können wir uns klauen. Haben wir eigentlich irgendwelche Tränke, die uns, noch schneller macht, kurzzeitig? Oder irgendwie noch verstärken? Noch was anderes? Sewer Exit West. Aber keine Möglichkeit aufzumachen. Gucken wir uns einmal im Wasser um. Was haben wir hier? Also wir könnten uns auch mal hier unten reinschmeißen. Ach. Das ist ein Schalter. Ich hol schnell Luft, ich hol schnell Luft. Oh, scheiße. Oh, da. Entspannen wollte ich schon sagen. Ja, ach, du hast auch irgendwann mal Hunger, ist klar. Was war in dem Säckchen drin? Bomben, Bomben, Bomben. Weißt du was? Das Säckchen kriegt er. Das ist auch noch eine Frostbombe. Und, dann kommen die Bomben hier rein. Machen wir einen Bombensack da draus. Ah, da haben wir mal so einen dauerhaft verstärkenden Trank, der uns ein bisschen mehr Lebensenergie gibt. So, dann gucken wir mal. Vitalität. Wer hat denn hier noch 115, 90, 83? Ja gut, aber die stehen ja eh hinten. Dann kriegt der hier den Vitalitätstrank. Der ist auch zuerst gestorben. Er hat auch einfach weniger Leben. Als Tank sollte er ein bisschen mehr haben. 5, immerhin. Immerhin. Was hat der denn hier noch für Waffen? 5 bis 15, 3 bis 10, 9 bis 27. Kann der 5 bis 15, wie war das nochmal, darf der Allweeding, must be a dagger. Aha, das zählt also als Fist Dagger, okay. Das zählt als Dagger. Cooler Spezialangriff. Ja gut, dann ist er ein bisschen stärker jetzt geworden. Auch nicht schlecht. Was war eigentlich mit diesem Klapp, den wir bekommen haben? 20 bis 61. Oh, das ist ja eine ganze Ecke mehr. Aber er kann den nur... Ah, probieren wir das doch mal aus. Accuracy minus 20. Cooldown 8 Sekunden. Und eine normale Waffe hat 4,5. Ich probiere die mal aus. Wie der... Aber... Oder brauchte man dafür... Heavy Weapons. Den Schaden. Ich werde die Waffe einfach mal ausprobieren. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und jetzt gucken wir uns einmal an, was passiert denn, wenn wir uns da hinten durch das Tor bewegen. Wo kommen wir hier an? Ach, hier wäre direkt eine
ein Aufstieg gewesen. Und direkt aus dem Wasser raus. Secret. Gerne. War das mit Wasser? Mit Wasser? Aha. An zwei Stellen kommen wir raus. Dann gucken wir mal, was da unten drin ist. Fische. Vor allem Essen. Oh, 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 da sinkt die Ausdauer. Einmal warten, bis sie voll ist, genau. So, was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Schild. Wie kommen wir denn da rein? Naja, ich sehe schon die Ausdauer. Ja, ich schätze mal, dass hier irgendwo oben... hier unten im Wasser vielleicht ein Schalter ist. An den Wänden. Da. Nein, ein goldener Schlüssel. Bitter. Das haben wir natürlich nicht. Wirklich? Komme ich jetzt hier nicht weiter ohne goldenen Schlüssel? Das wäre ja echt schade. Da vorne liegt irgendwas. Lockpicks. Aber die funktionieren daran, glaube ich, nicht. Ne. Die funktionieren daran leider nicht. Haben wir denn hier im Wasser was übersehen, dass hier unten noch ein Schlüssel liegt? Ich werde auf jeden Fall nochmal... Ups, 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 ups. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal die Wände ablaufen hier. Nach einem... versteckten Schalter. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass hier einer ist. Würde ich ungerne liegen lassen. Das ist natürlich nichts. Würde ich ungerne liegen lassen jetzt da, das Schild. Schlüssel sind echt eine Mangelware. Sieht aber schlecht aus. Oder ich habe mir übersehen, ne. Aber eigentlich fallen die ja ganz gut auf. Hm. Tja, auch nichts, wo man sonst irgendwo hin könnte. Dann könnte ich mir halt echt nur noch vorstellen, dass hier irgendwo unter Wasser so eine Art Schalter ist. Ist natürlich nicht so schön, es ist das Zeitlimit quasi, was man durch die Atmung hat. Dann checken wir einmal nochmal das Ding innen drin. Ich will da rein. Wie gemein das ist. Ich meine, da findet man ein Secret. Und da braucht man noch einen Schlüssel, um in dem Secret das Secret zu bekommen. Nee, schade. Soll nicht sein. Ganz schön gemein. Oh. So, damit haben wir aber relativ viel jetzt hier entdeckt. Vieles gut eigentlich alles, glaube ich. Folie hinten ist auch noch. Oder ist das der Bereich... Das ist der Bereich, wo wir herkommen, okay. Und hier kommen wir ja nicht rein. Also ein Pilzchen schnappen. Tja. Dann wäre jetzt hier auch noch die Frage, ne? Den Rattenboss töten da unten, dann kommt man da weiter. Und anscheinend muss man noch ein paar andere Sachen finden, um hier weiter voranzukommen. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück, denn wir haben auf hinter uns auch noch eine ganze Menge, was wir noch nicht entdeckt haben. Den Kristall will ich mir eigentlich aufheben jetzt. Ich kann ja auch so speichern. Denn hier waren ja noch zwei weitere Türen. Speichern wir mal kurz und dann gucken wir mal einmal an, was ist links, bevor ich rechts in den Teleporter reingehe.
Was haben wir hier? Hier geht's hoch. Ach. Das war gut. Das war gut. Blödsinn. Nach rechts. Was sagt er uns? Die Archive. Die Archive ist doch eine Karte. Ja. Ein Schalterrätsel. Oh, und jede Menge Gegenstände. The Storage. THUH Nua Pala Ua Na Pala Na Arefam Kao Lam Kao Ko. Ja. Genau das habe ich mir auch gedacht. Könnte das das hier sein? Das was damit zu tun? Naja, aber das sind zu viele Plattformen hier. 2, 3, 4, 5. Und er zeigt ja nur hier so maximal 3 an. Glaube ich nicht, dass das dafür ist. Was haben wir hier noch so? Ein Buch. I dare you. Das ist eine. Geht hundertprozentig auf. Ich schätze mal, wir würden dann eine Etage tiefer fallen. Und das wäre hier. Dann doch lieber einmal vorher gucken, was da ist. Schuriken, Munition. Eine Holzkiste. Mit jede Menge Essen. Ah, zum Glück wird man mit Essen wenigstens, ich sag mal, zugeschmissen. Zwei Eiswächter. Wir können ja zur Not immer noch... Hier könnten wir eigentlich einen ganz gut besiegen. Versuchen wir nur einen zu locken. Vielleicht klappt's ja. Scheiße, der andere kommt auch. Dann halte ich den einen nur auf hier drin. Sagen wir mal mutig. Wir sind mittlerweile gestärkt. Ich denke mal, das kann man schon schaffen. Oh, direkt ein Mist. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ausweichen. Das ist doch ganz schön heftig. Und gerade den Magier brauchen wir ja noch. Okay, wir laden mal die Spezialangriffe auf. Ich werde ganz sicher nicht zu dir gehen. Fuck! Nee. Und jetzt schnell weg. Oh. Geradeaus und rechts. Schnell zu dem Kristall. War das jetzt richtig? Ja. Gut, dass ich mir den aufgehoben habe. Sind wir doch noch nicht zu stark genug für die Eistypen. Aber wenigstens mal ein richtig schönes, schweres Rollenspiel. Das hier? Nein. Wo sind wir denn da? Zu den Archiven war das? Da unten, ne? Ja, da ist unser Freund.
Komm mal her. Gehen wir zurück mit dir in den großen Raum. Können wir mehr ausweichen. Na komm. Put, put, put. Na komm. Ah, da ist er tot. Hat nicht mehr viel gefehlt. Der Arsch. Gibt's denn wenigstens eine schöne Belohnung hier? Ja, ein Stein. Wunderbar. Aber ich höre hier Viecher. Klingt mir stark nach geheim. Nee, ist aber nichts. Da ist noch, geht's auf jeden Fall noch weiter. Oha. I'm alive. I'm the strongest. I can't fly. I can walk. Was könntet ihr denn für sein? I can't fly. I can walk. I'm alive. I'm the strongest. The strongest ist ein Stein. I'm alive ist vielleicht eine Pflanze. Hatten wir nicht vorhin hier irgendwo eine Pflanze gesehen auf dem Boden? Ich meine, ich habe irgendwo gerade eine Pflanze gesehen, die ich nicht eingesammelt habe. Ne, hier ist der Stein gewesen. Nochmal zwei. Eistypen. Ja, komm mal her. Schnell du angreifen kannst. Wichtigste ist echt unser Feuermagier. Heftig. Und ein bisschen Hunger. Und Level Up. Eine fünfte Waffe in mit dem fünften Skill. In zwei Hand in einer Hand tragen. Ist geil, aber der trifft mir nicht oft genug. Überhaupt nicht. Und deswegen würde ich schon gerne, dass der öfter trifft. Mache ich mit dir. Du hast Light Weapons 3. Das macht eigentlich Sinn, da mehr Schaden draus zu machen, ne? Mehr Schaden daraus zu machen. Du triffst ja eh von hinten. Das haben wir schon gemacht. Ich glaube, ich gebe dir einfach erstmal mehr Schaden. Und dann regeneriere ich euch erstmal. Irgendeiner hat Hunger. Dann war auch direkt wieder weg. So, was habt ihr denn hier? Habt ihr hier was bewacht? I can fly. Ein Schuriken kann fliegen. Ja, ja. Das sind die Sachen, die hier rumliegen. I'm alive ist eine Pflanze. Och, scheiße. Oh, nö. Nee, bevor ich das Viech bekämpfe, werde ich auf jeden Fall speichern. Wir sind jetzt ganz gut dabei. Das werden wir nicht direkt wieder kaputt machen an so einem Kack. Na toll.
Also unser Hauptheld, der wird auf jeden Fall auch mal erstmal ein bisschen Accuracy bekommen. Der trifft ja gar nicht mehr. Wo willst du denn hin? Haha! Oh ja. Also, Mister, ich treffe jetzt ja mal gar nicht mehr, einfach weil ich keinen Bock habe. Ist auf jeden Fall auch jetzt ab jetzt öfter treffen. Da ist I'm alive. I can fly, I'm alive. Das werden die Sachen sein. Noch ein Käferchen und Teleporter. Nun schnell wieder zurück. Kein Bock, dass wir mit dem Käfer alleine sind. Na! Was ist das, er? Er muss verletzt sein. Ich gehe doch jetzt den richtigen Weg, ne? Wieso geht der denn jetzt schon wieder so Gas? Du hast doch gerade, aber der eine ist auch viel schwächer. Scheiß. Ja, ist auf jeden Fall richtig. Naja, so kriege ich den niemals tot. Diese Käfer, die sind so krass. Verdammt nochmal. Ja, muss ich zurück zu dem Kristall. Bleibt mir nichts anderes übrig. Und die Verletzungen weg sind und meine beiden Typen wieder leben. Nein. Er ist noch nicht wieder aufgeladen. So lange kann das doch nicht dauern. Was mache ich denn? Able to cast spells. Tja, nachdem ich die Kampfsachen ausgebaut habe, will ich natürlich direkt in die Defensive reingehen. Sicher für mit, ja. Damit können wir vorspulen, oder? Mit dem Schlafen? Das ist nicht eine Art Vorspulen? Ja. Da ist der I'm Alive Pilz. War hier denn nochmal? Ach. Genau, das Buch, wo man runterfällt. Wahrscheinlich. Ich will eben noch die Sachen nochmal hier hinbringen. I can walk, weiß ich nur nicht. I can fly. I can't fly. I'm the strongest, I'm alive. Ach, Mist. I can walk. I can't fly. Vielleicht aber doch ein Shuriken. Ich probiere das einfach mal aus. Nur was ein I can walk ist. Vielleicht der Fisch. Nee. Aber wir werden es noch rausfinden. So, gut gestählt. Da bist du ja, Drecksviech. Wieso kriegst du denn jetzt nur einen Schaden? Ich verstehe das nicht.
Muss ich dich von vorne angreifen? Boah. Du hast einen Schlüssel fallen lassen. Ich glaub's ja nicht. Ein Schlüssel. Für was? Da wart ihr gerade drin. Das ist ein Schalter. Oh fuck. Oh fuck. Oh scheiße. Oh scheiße. Das war ja gar nicht lustig. Wer weiß denn, wie viel so eine Kiste aushält. Neckchain. Weaver gains. Aha. Das habe ich im Moment. Cold Resistance. Starvation. Passt gut zu ihm hier. Krasser Schatz, aber auch heftiger Gegner. Eine reicht. Eine Kiste reicht. Aber wir können immerhin hier fliehen, wenn wir wollen. Am besten, glaube ich, wir zünden die... Was ist eigentlich mit den Bomben? Kannst du Bomben schmeißen? Oh, cool. Ups. Poison, Frost, Lightning. Firebomb. Ein goldener Schlüssel. Und du bist auch weg. Shield Potion. Sagt uns aber nicht, was es macht. So, unser Magier hat ein Level. Puh, so, bei dem ist jetzt ein bisschen schwer. Also wir könnten, ja, die Konzentration kriegt ein bisschen mehr Mana. Geht so, geht so, geht so, geht so. Eigentlich. Er hatte doch auch andere Sprüche. Scroll of Light, Fireball. Feuermagie 3, Air-Magie 1. Feuermagie 3, Air-Magie 1. Jetzt können wir den Feuerball lernen. Jetzt können wir Feuerbälle schmeißen. Jetzt können wir den nächsten Punkt können wir gerne in seine Konzentration da reinpacken. Oh, mal ein bisschen jetzt erholen. Unser Typ mit der Verletzung heilt jetzt aber gar nicht. Und der hat Hunger. Sehr viel sogar. Energy Potion. Die wird aber nicht dauerhaft, sondern nur einmalig. Einfach nur Protection plus 1. Hey, brauchen wir sowas überhaupt noch? Ein bisschen Stofffetzen. Vielleicht müssen wir es auf eine Falle zu legen. Healing Potion. Ist auch gut.
Fackel. Was haben wir hier? Schuhe. Schuhe? Hat jeder hier schon Schuhe? Der hat noch keine Schuhe. Der hat noch keine Schuhe an. Tja, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ach, dafür ist der Key. Und ich hatte gehofft, ich habe einen goldenen Key gefunden. Schade, schade. Tricky. Schalter, Teleporter, Schalter. Ein Stein. Aha. Hier ist auch ein Kristall. Und da unten ist ein Stab. Was ist denn hier alles? Wie groß ist dieses Spiel? Scroll, Rock, Sword. Healing Potion. Energy Potion. Und hier sind wir wieder am Anfang. Okay. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Mache ich uns mal eine Markierung hin. Ach, geht ja nicht, ne? Machen wir einfach Englisch, wenn wir eben im englischen Spiel sind. Key. Scroll. Rock. Hier könnte ich ein Rapier vielleicht hinlegen. Ach so, falsch. Der kommt, wenn dann hier hin. Und hier willst du einen Scroll? Scroll, Scroll, Scroll haben? Ups. Scroll of Force Field. Jetzt hast du doch. Ja, okay, ein Rapier ist vielleicht kein Schwert. Ist ein Machetenschwert? Scheint nicht. Das ist ein Two-Hand Sword. Und jetzt? Rock, Scroll, Sword. Vielleicht müssen die beiden hier vertauscht werden. Nee. Ich sehe aber auch keinen Schalter, mit dem ich noch was aktivieren könnte. Hier auch nicht. Tja, was bist du für ein Rätsel? Aber schön, dass es mal so viele Rätsel gibt. Rätsel. Rock, Sword und Scroll. Okay. Gucken wir mal, was beim Kristall ist. Wir müssen ja uns eh einmal heilen. Mit den Verletzungen. Ah, ich sehe schon. Ein Longsword. Oh, vielleicht ist das das Schwert, was wir brauchen. 8 bis 24. Oh, das ist gut. Nehmen wir gerne. Und ein Rapier ist eine leichte Waffe. 4 bis 13.
Nee. Ah, jetzt haben wir's. Aber haben wir doch schon eine Lightning Rod, ne? Tja, haben wir noch eine. Damit werden wir... Achso, das Schwert. Natürlich. Jetzt probieren wir das aber nochmal mit dem Schwert aus. Vielleicht war der Zweihänder einfach falsch. Hier war ein Rock. Das ist ein Rock. Ein Scroll. Nimmt der nicht an als Scroll? Den Stein lasse ich mal da, nicht, dass ich den irgendwann später wegschmeiße. Tricky, tricky, tricky. Wir hätten noch in die andere Richtung was. Tür oder so, die ich öffnen konnte. Ach, die Portalgeschichte. Aha, passiert gar nichts, wenn ich da reingehe. Es passiert auch nichts, wenn ich den Knopf drücke. Das ist sehr interessant. Ah, das sind irgendwelche coolen Sachen. Könnten wir denn nicht irgendwie... Kann ich da durchschmeißen. Da will nichts passieren. Da haben wir den Geheimgang. Ich hätte mir noch einen Schalter. Müssen wir schnell genug sein. Und da haben wir Portale, eine Kiste. Oh, nee. Wie funktioniert es? Wieso bist du da umgedreht oder was? Umgeleitet. Das müssen wir jetzt nicht einfach... Spaß ausprobieren. Wir gucken mal. Was passiert, wenn... Ja. Okay. Genau deswegen sollte man speichern. Gut, mein Witter war so tatsächlich einfach umgedreht. Aber was bringt das auch sonst? Den springen wir halt runter und legen den Schalter um. Wir können ja auch eine Frostbombe mal schmeißen. Extrem hilfreich, eine Frostbombe. Mein neues Lieblingswerkzeug jetzt. Wie baue ich die selber?
Dieses Viech ist so eklig. Dass du ja schon wieder direkt einen verletzt hast hier, ne? Haben wir den Schalter jetzt umgelegt? Ja, haben wir. Der Teleporter ist weg. Solange wir noch Schlüssel dafür haben. Oh! Oh! Hast du mich erschrocken? Na komm. Heavy Armor, haben wir das nicht schon gehabt? Heavy Armor? Ach nee. Ich habe noch Light Armor. Wird Zeit, dass wir echt in Heavy Armor investieren. Was ist eigentlich die Totung? Aha. Verfällt Essen eigentlich? Ich kann mir gar nicht so viel lange Zeit lassen mit dem Essen konsumieren. Schöne Kiste. Tja. Und das Ding hier? Haben wir irgendwo noch ein... Schalter, den wir übersehen haben. Irgendwas, was wir in der Wand drücken können. Das macht nur wieder das Portal auf. Hier hinten ist natürlich auch noch die Möglichkeit, dass was sein könnte. Ja, unwahrscheinlich, ne? Ja. Ja, vielleicht kommt man da von der anderen Seite ran. Hm. Das haben wir aber auf jeden Fall auch gelöst. Kann ich hier nochmal... Ach ja... mal da unten rum. Auf der Karte. Was wir noch nicht aufgedeckt haben. Ach, hier ist auch noch ein... Gar nichts. Da sehe ich schon mal einen Schalter. Was mir gerade mal einfällt. Ich hätte... Ja, ist ein bisschen blöd, dass er so wenig Leben hat. Mal trotzdem mal für den Magier auffüllen. Secret found. Ach. Das ist das. Ja, dann können wir das ja wegmachen. Mirror Chestplate. Erstmal gucken, was du machst. Resist all. Evasion without light armor. Frosty. Okay. Bist du dann? Ich muss mich irgendwann mal darum kümmern, wie ich einzelne Teile heilen kann. Oh, klingt ja gefährlich. Wie sieht es denn bei ihm eigentlich hier mit Scrolls aus?
den Feuerball nicht vergesse, lasse ich den mal da drauf. Ein bisschen aufräumen hier in dem kleinen Chaosfeld. Ja, ich denke, wir haben jetzt hier eigentlich alles zum größten Teil erforscht, bis auf das Rätsel hier. Da, wo der Teleporter nicht klappt, da, wo ich einen Schlüssel brauche und das Rätsel. Dann könnten wir uns noch einmal da vorne umgucken. Da ist ja auch noch eine Tür. Gott, ist das groß. Mehr Schalter. Unten zur Seite. The Crossing. Oha. Boah, dieses Spiel ein Inhalt. Das ist ja unglaublich. Sieht das ganz einfach aus. Den darüber schieben. Und dahin. Warum ist das, sieht das so einfach aus? Warum sieht das so einfach aus? Oh, ich kann den nicht bewegen. Den kann ich bewegen. Wieso geht, kann ich den bewegen? Und wieso kann ich dich bewegen? Aber den in der Mitte nicht. Weil die Kackplattform unter dir nicht aktiv ist. Deswegen. Weil die Plattform unter dir nicht aktiv ist. Dass er im Geheimversteck sein sollte. Wofür sind denn dann die beiden Schalter hier? Weil der Licht macht. Der auch Licht macht.
Aber die verändern nichts. Hier dran. Was ist das Geheimnis? Ich kann ja natürlich die mal so schieben, dass ich mich da... Ups. Dass ich da mal drauf komme. Da hinten in irgendwas. Das ist ein Schalter. Deswegen dem Licht. Witzig. Das heißt, ich kann, wenn ich die so schiebe. Nee, da muss ich andersrum. Den jetzt ganz ans Ende. Dann kann ich da hoch und was schmeißen. Ja. Dann schmeiß mal einen deiner Schuriken. Jawohl. Wer sagt's denn? Goi, dafür gibt's jetzt aber eine geile Belohnung. Jetzt checke ich natürlich auch, wofür das Licht hier hinten war, ne? Was bist du? Yay! Eine Skelettfigur! Was seid ihr denn? Und tschüss! Oh, 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 weg von euch hier. Weiß ja noch gar nicht, wie ihr drauf seid. Erstmal. Hält zu viel aus, hält zu wenig aus. Miss, miss. Feuer magst du nicht. Okay, du hältst nicht so viel aus. Nein! Weniger Erfahrung für ihn. Musste ja passieren. Komm mal her. Richtig schön langsam. Jetzt könnten wir den ganzen Weg zurückgehen zu den Kristallen. Hallo? War denn hier noch was? Nee. Hier war der Schalter nur. Ne, da ist auch nichts mehr. Also so eine Skelettfigur, die sagt ja schon viel eher I'm alive, ne? Als, und passt dann auch hier voll zu dem Rätsel. Aber sowas von. I can walk, I can't fly. I'm the strongest, I'm alive. Hier ein Rätsel dafür. Wenn wir da etwas hätten. Etwas dafür. Da vielleicht ein Rätsel dafür. Und hier unten. 1, 2, 3, 4. Und dann als Belohnung. Ich lass dich mal hier, kleiner Mann. Ich wüsste nämlich so eh nicht, was ich sonst mit dir anfangen soll. Wenn ich ehrlich bin.
da unten ist doch noch ein Schalter. Eine Tür. Oh, machen wir das jetzt wirklich? Nee, wir holen uns. Komm, wir holen uns den Kristall. Der müsste wieder aufgeladen sein. Der war doch hier. Na bitte. Du bist immer noch zu langsam, weil du so viel trägst. Dann gib doch mal was ab. Du bist immer noch zu schwer. Heavy Weapons. Das ist eh für ihn eher. Was bist du eigentlich? Eine krasse Zweihand? Die mit dem Accuracy minus 20? 20 plus 61. Du bist ja fast genauso stark. Viel schneller. Könnt ihr auch hier lassen. Das ist ja richtig gut. Du bist ja ein schnuckliges Teil. 18 bis 55. Ja. Vielleicht doch mal bei dir als nächstes Heavy Weapons voll machen. Warum bist du denn gerade gestorben, ey? Hast du Erfahrung verloren? So, jetzt gucken wir uns noch das Ding da unten an und ich glaube, dann machen wir mal eine kleine Pause. Ja, der Schatten sieht ja nett aus. Die sehen jetzt aber nicht so aus, als wären sie eine große Herausforderung für uns. Der Feuerball. Oh, hallo Schleimischleim. Hier gibt's aber keine Leiter. Also wenn ich Schleimi haben will, dann alles auf einmal. Komm mal her. Da oben, du Viech. Hallo. Oben kann ich den nicht angreifen. Komm mal eine Stufe runter. Ja. Ja. Was für Schaden macht. Also Feuer macht 44 und der. Was hast denn du jetzt gemacht hier? Nein, Hand verletzt. Ich muss mir irgendwo mal nachlesen, wie das ist, was ich dagegen machen kann, ey. Ah, ich kann dann die Hände wechseln. Ha, okay. Bei einem Magier geht das ja noch. Klassischer Fehler. Nicht Mana regeneriert. Plops sind eigentlich auch fast gar kein Problem mehr für uns.
Du kriegst ja mehr Mana. Du kriegst bald mehr Mana. Ja, langsam formen die Helden sich aber so, wie ich sie haben will. Und man merkt einen Unterschied. Das geht doch schon richtig schnell hier. Ja, mit jedem Level, mit jedem Perk. Spürbar stärker. Sind wir ganz oben? The Path of the Eagle. Was? Haha! Ich werde sowas von speichern hier oben. Kein Bock. Ich weiß nicht, ob meine Truppe stirbt, wenn die so tief fällt. Aber wir folgen jetzt einfach mal. Dem Weg hier unten. Geil. Snail-Figur. Wieder eine Figur. Und wir sind immer noch hier in dem Bereich unten. Solange wir zurück können. Ach so. Wie kommt man denn jetzt hier wieder hoch? Moment. Bin ich jetzt... Hier ist man gestartet, ja. Oder wir sind gerade hier runtergefallen. Jetzt ist da die Tür zugegangen. Und wir können nur wieder hier hoch. Heißt, den gleichen Weg zurück. Schön, Bein verletzt. Ja, aber wieso ist das Tor denn jetzt zu? Oh nö. Komm, wir laden mal fix. Also haben wir eine weitere Figur gefunden. Wahnsinn, oh, wie groß dieses Spiel ist, wie viel es hier zu entdecken gibt. Und wir haben auf der ganzen Oberwelt auch noch ganz viel zu entdecken. Oh, da werde ich ja Wochen mit beschäftigt sein mit dem Spiel. Wahnsinn. Okay, das hole ich mir auf jeden Fall noch. Und dann, ich sage, wir machen hier mal einen kleinen Break, echt. Okay, dann ja, bis zum nächsten Teil.